Ist was kaputt? Was willst du? Ist noch was? Hast du die zwei gesehen, die bei Taya eingetragen wurden? Also wenn du mich fragst, braut sich da was zu. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Hier, bitte. War's das? Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst. Unsere Freunde und Verbündeten haben sich alle schon für deine pünktliche Hilfe bedankt. Wie schaffst du es nur, immer gerade rechtzeitig anzukommen? Purer Zufall, würde ich sagen. Was gibt es sonst noch Neues? Mal sehen. Sturm schreit immer noch nach Mutterkristallen, in den Reichen herrscht weiter Chaos und der Himmel sieht immer noch aus wie ein 2 Tage alter Tritt in die Nieren. Von daher... Oh. Clive, wir wussten beide, was passieren würde. Also, nicht das mit dem Himmel, aber du weißt, was ich meine. Jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt für Zweifel. Stattdessen solltest du nach Joshua sehen. Taya sagt, dein Bruder ist wach. Danke, Otto. Also war nicht Silver, sondern Olivier Ultimas Marionette. Und als Dion dies erfuhr, wollte er ihn niederstrecken. Ach.
Doch sein Vater warf sich in den Speer, der ihn befreien sollte. Worauf Dion sich selbst vergaß. Kein Wunder, dass er nicht aufwacht. Ich hätte auch Angst davor. Hätte ich ihn doch nur früher gewarnt, vor der Bedrohung durch Ultimas Plan. Doch nun liegen ein Reich und sein Prinz in Scherben am Boden. Joshua, was weißt du über Ultima? Sehr wenig, befürchte ich. Selbst nach so langer Zeit. Vor 18 Jahren lag ich unter den Trümmern des Phönixtors begraben, als meine Retter mich fanden. Ich entkam. In den Tagen darauf erfuhr ich das erste Mal von Ultima. Seitdem jage ich seinem Schatten hinterher. Ultima verfolgt irgendein finsteres Vorhaben und du scheinst dafür eine Art entscheidender Eckstein zu sein. Er will dich um jeden Preis haben, selbst wenn dafür ein Reich fallen muss. Warum ich? Was für einen Nutzen habe ich für so eine Kreatur? Oh, das ist eine der Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Doch eines weiß ich. Es ist keine Willkür. Die Wahl auf dich, viel bewusst. Es verfügt jeder Dominus über die Macht einer Esper. Aber unsere Kräfte sind trotzdem nicht grenzenlos. Ich beherrsche nur das Feuer. Und ich nur das Eis. 8 Hüter für 8 Elemente. Doch du, Clive. Du bist etwas Besonderes. Du besitzt nicht nur die Flammen von Ifrit, sondern noch andere Kräfte. Dass es Ifrit überhaupt gibt, stellt unser Wissen über Domini auf den Kopf. Vielleicht hat Ultima auf einen Dominus wie dich gewartet, denn deine Kräfte sind grenzenlos. Ich bin diesem Ding schon des Öfteren begegnet. Warum hat er dann nicht von mir Besitz ergriffen, so wie er es mit Olivier getan hat? Ich kann leider nur raten. Ich vermute, dass ihr irgendwie nicht zusammenpasst, dass sein Geist und dein Körper nicht harmonieren. Sein Geist? Geist, Bewusstsein, Seele, was auch immer. Ich glaube, dass Ultima nicht mehr als das ist. Das macht es so schwer, ihn völlig in mir einzuschließen. Wie bitte? Einschließen? Mit jedem neuen Tag schwinden meine Kräfte. Die Flammen des Phönix heilen die Wunden, die mir Ultima zufügt. Doch das hat seinen Preis. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu vernichten. Solange ich noch kann. Was hast du dir nur gedacht? Sonst hätte ich ihm Clive ausgeliefert. Ich bin nur meiner Pflicht nachgekommen. Also hast du für mich dein eigenes Leben einfach weggeworfen? Joshua! Clive, komm schnell! Eine Armee Akasischer steht vor Kanva. Also, wie ist die Lage? Hat Haya noch nichts gesagt? Die Hauptstadt der Freien Städte wird belagert. Und zwar von einer monströsen Horde. Die Stadtwache tut wirklich ihr Bestes, doch ich fürchte, es sind zu viele, um sie aufzuhalten. Was ist mit Lord Byron und Mitt? Konnten sie noch fliehen? Nein, aber sie sind erstmal sicher. Verstecken sich mit Gav an Mitts Schiff. Wir müssen sie da rausholen. Hm, werden wir auch. Otto, schick einen Stolas. Sag Gav, er soll da bleiben, wo er ist. In Ordnung. Vivian, was ist die schnellste Route nach Kanva? Das solltest du am besten die Karte fragen.
Sieh hier. Diese Straße durch Tabor sollte am unkompliziertesten sein. Gut. So ein Zufall. Tabor ist auch mein nächstes Ziel. Joshua, dein Ziel ist jetzt das Bett. Denkst du etwa, ich hätte ihm nicht schon genau das gesagt? Wäre Taya nicht so eine talentierte Heilerin, würde ich mich wohl eurer Meinung anschließen. Doch dank ihrer Fürsorge kann ich meine Begleiterin wieder aufsuchen. Sie wollte in Tabor warten, falls wir getrennt würden. Also gut, wir reisen zusammen. Clive! Wenigstens ist er dann bei mir. Wir schaffen das. Danke, Bruder. Ich werde auf ihn aufpassen. Clive, wegen dir stecke ich in diesem Schlamassel, also hilf mir gefälligst jetzt auch wieder raus. Es geht um ein Rezept. Bin ich der Richtige dafür? Ich kann nicht besonders gut kochen. Das Kochen kannst du getrost mir überlassen. Ich brauche nur ein wenig von deiner Zeit, ja? Oh, und vielleicht dein Schwert. Du erinnerst dich an Yvonnes Eintopf, oder? Nun, trotz des Aussehens und des Gestanks verschlingen die Leute das Zeug. Also wollte ich mich auch einmal an einem dieser Meisterwerke versuchen. Ich habe ins Buch geschaut und es versucht, aber... Es war nicht so einfach wie erhofft. Das Problem hatte Yvonne auch. Ja, aber das ist meine verflixte Küche. Ich will nicht übertrumpft werden. Wenn du mir hierbei nicht hilfst, Clive, nehme ich dir das übel. Wer will sich schon mit der Köchin verscherzen? Natürlich werde ich dir mit dem Rezept helfen. Also, was steht diesmal auf dem Speiseplan? Es gibt gebratenen Himmelswurmleberschmarrn. Ein toller Name, was? Enthält Himmelswurmleber, logischerweise. Und dazu Drachenkraut. Nur habe ich leider noch nie zuvor von diesen Zutaten gehört. Ich habe es mit Schweineleber probiert, aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Laut Yvonne sind die Rezepte in dem Buch Jahrhunderte alt. Wer weiß, ob es die Zutaten überhaupt noch gibt? Nun, ich finde, das ist eine Frage für einen Gelehrten. Vielleicht kennst du einen. Ein freundlicher alter Mann, mit einem Bücherregal verheiratet. Gut. Ich gehe und frage Hippokrates. Vielleicht weiß er was. Falls ja, dann finde ich deine Zutaten für dich. Das hoffe ich. Denn sonst kocht bald nur noch Yvonne für dich. Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? Sid, vielleicht kannst du mir weiter... Ich kann's versuchen. Wer ist diesmal verschwunden? Nicht wer, sondern was? Mitz Waage, die Große aus ihrer Werkstatt. Ich hatte sie mir für eine Unterrichtsstunde zum Thema Gewichte geliehen, aber jetzt ist sie weg. Zuerst dachte ich, dass die Kinder sie zum Spielen mitgenommen haben, aber sie haben das vehement abgestritten. Was mich nur umso mehr glauben lässt, dass sie es doch... Ich weiß, was da helfen könnte. Ein Besuch von Sid. Das wird er bestimmt. Danke. Ich hoffe zwar, dass die Kleinen nicht gelogen haben, aber
Wenn doch, werde ich ein sehr ernstes Gespräch mit ihnen führen müssen. Zuletzt habe ich sie im Atrium gesehen. Wie immer. Hippokrates, ich habe eine Frage bezüglich des Buches, das ihr Yvonne geliehen habt. Ah, Valisthea, eine kulinarische Pilgerfahrt, eines meiner Lieblingsbücher. Der kühne Eintopf des jungen Mannes hat exquisit geschmeckt. Ich hoffe, wir kommen in Zukunft in den Genuss weiterer Köstlichkeiten. Genau deshalb bin ich hier. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich Himmelswurmleber und Drachenkraut finde? Ah, die sagenumwobene Delikatesse aus Sanbreck, also. Köstlich. Bei den Schilderungen zu dem Gericht läuft mir immer das Wasser im Mund zusammen. Nun, Himmelswurm ist ein etwas antiquierter Name für den Wyvern. Aus seiner fein gehackten Leber besteht die Masse, die gebraten und zerteilt wird. Wyvernleber? Klingt sambreksch. Man könnte meinen, dass die Jünger Bahamuts etwas mehr Ehrfurcht vor den Geschwistern ihrer Esper haben. Aber offenbar nicht. Ich glaube, der spezielle Drache, den das Rezept verlangt, ist der Blaurücken. Man sagt ihm nach, dass er die Farbe des weiten Meeres hat. Nach so einem werde ich mich umsehen. Und was ist mit dem Drachenkraut? Engelshauben im heutigen Sprachgebrauch. Farne, die an der Küste von Nordstedt wachsen. Wie ich gehört habe, sind das bernsteinfarbene Sträucher mit betörendem Duft. Sie sollten leicht zu finden sein. Übrigens glaubten die Menschen früher, Wild sollte am besten mit den Beilagen serviert werden, von denen es sich ernährt hat. In dieser Hinsicht ist Leberschmarren zweifellos ein typisches Gericht der damaligen Zeit. Wenn ich also eine Zutat finde, finde ich wahrscheinlich auch die andere. Auf nach Nordstedt. Viel Glück, Clive, und heb mir einen Happen auf, wenn es angerichtet ist. Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? Im Versteck haben alle ihren Appetit verloren. Oh, was soll ich bloß tun? Ist alles in Ordnung, Götz? Du wirkst noch fahriger als sonst. Oh, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin durcheinander. Ich mache mir doll Sorgen um Tante, weil sie... Ganz ruhig. Was ist los? Ein Händler kam her, ein Stammkunde. Er sagte, er hätte böse Gerüchte über Charon gehört, in Dalimil. Dass sie Geschäfte macht mit miesen Räubern und Banditen und so. Ich weiß, dass sie gerne Geld verdient, aber... Aber sie verkauft nichts an Bösewichte. Schon gar nicht an solche, die Unschuldigen wehtun wollen. Ich wollte sie danach fragen, aber sie würde mir die Ohren langziehen. Deine Ohren würde sie nicht langziehen, oder? Keine Sorge. Ich rede mit ihr. Oh, danke, Clive. Du sagst mir dann aber, was sie sagt, ja? Natürlich. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Ich habe gehört, der Kaiser wurde vom Spiel... Wir werden alle sterben! Hört ihr? Was sollen wir denn jetzt tun? Sagen wir es einfach Sherl. Sid! Fleißig am Lernen, wie ich sehe. Und was ist das? Doch sicher keine Waage, oder? Nö, natürlich nicht. Also nicht mehr, jedenfalls. Oh. Seit ihr sie kaputt gemacht habt, ja? Tut uns leid. Aber wir haben sie nur auseinandergebaut. So wie Mitt es uns gezeigt hat. Mitt hat was?
Warum lässt sie euch denn ihre Geräte auseinanderbauen? Weil man nur so ein echter Tüftler werden kann. Mit sagt immer, am besten versteht man, wie was funktioniert, wenn man es auseinandernimmt und dann wieder zusammenbaut. Na, dann habt ihr die Hälfte ja geschafft. Weiter so. Ehrlich gesagt... Das Auseinandernehmen war einfach. Aber jetzt kommen wir hier nicht weiter. Stimmt doch gar nicht. Das große Teil gehört nach unten. Alles, was man tut, hat Folgen. Das solltet ihr langsam lernen. Aber lasst es uns noch mal zusammen versuchen. Na dann, hört gut zu. Alle Teile hier auf dem Tisch gehören zu Mits Waage. Jedes Teil hat eine Aufgabe und jedes einzelne ist genauso wichtig wie die anderen. Wenn auch nur ein Teil fehlt, funktioniert die Waage nicht. Denken wir also über die einzelnen Aufgaben nach. Ein Teil kennt ihr schon. Die Basis. Sie ist das Fundament der Waage. Und die anderen? Das hier ist der Balken. Warum heißt er wohl so? Sieht nicht wirklich aus wie einer, oder? Stimmt. Eher wie ein Flügel. Ein Chocobo-Flügel! Sid, du bist schon mal auf einem Chocobo geritten, oder? Bringst du es mir irgendwann mal bei? Wenn du brav bist. So, und was machen Balken normalerweise? Sie halten Sachen. Oh, also macht der hier das vielleicht auch? Gut mitgedacht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die beiden runden Teile sind die Waagschalen. Schalen kennt ihr ja, oder? Na klar, Molly hat welche in der Küche, fürs Frühstück. Diese hier sind aber nicht für Brei, Dummkopf, sondern zum Wiegen. Aber was ist, wenn ich Götz wiegen will? Ich glaube nicht, dass er da drauf passt. Wohl eher nicht. Wofür sind die Kettchen? Hängt man daran die Schalen auf? Ganz genau. Das heißt, die Kettchen müssen auch an irgendetwas aufgehängt werden. Dieses kleine Teil hier ist ein Zahnrad. Habt ihr schon mal eins gesehen? Ich ja. Mits Höhle ist voll davon. Die meisten liegen auf dem Boden rum. Sie benutzt sie dauernd für ihre Erfindungen. Und dann drehen sie sich und drehen und drehen und drehen. Genau. Sehr nützlich, wenn man will, dass Dinge sich bewegen. Erinnert ihr euch, ob sich irgendwas an der Waage bewegt hat? Ich glaube, der Balken hat sich bewegt, als ich einen Apfel wiegen wollte. Aber dann hat ihn jemand gegessen. Ist nicht meine Schuld. Du hättest ihn nicht vor dem Mittagessen wiegen sollen. Wir wissen, welcher Teil sich bewegen soll und wie. Also bauen wir am besten erst alles zusammen. Dann finden wir raus, was sich nicht bewegt und tun das Zahnrad dahin. Keine schlechte Idee. Na bitte, ist doch gar nicht so schwer. So. Wir haben uns die Teile angesehen und über ihre Funktion nachgedacht. Jetzt ist alles klarer geworden, oder? Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. Dann machen wir es so. Ihr sagt mir, welche Teile wohin gehören, und ich baue sie zusammen. Also, zuerst kommt natürlich die Basis. Da kommen schließlich alle anderen Teile dran. Und der Balken kommt oben auf die Basis, genau wie bei einem Dach. Oder Flügel bei einem Chocobo. Und dann hängt man die Schalen an den Balken mit den Kettchen. Sehr gut. Dann wollen wir mal sehen, ob alles so passt. Na bitte. Fertig. Ja, wir haben's geschafft. Naja, mit Sids Hilfe. Ach, ich habe doch nur die Teile zusammengesetzt. Ihr drei Tüftler habt mir gezeigt, wie es geht. Ja, wir sind nämlich Mits Protégés. Ihre Protégés? Ja, Tüftlernachwuchs. Sie bringt uns alles bei, was sie weiß, damit wir später helfen können, das Versteck am Laufen zu halten. Was meinst du, Sid? Sind wir schon so weit? Mit ein bisschen Hilfe von Mitt und Shirley wird es auf jeden Fall nicht mehr allzu lange dauern. Habt ihr das gehört? Nicht mehr allzu lange. Aber bis dahin, seid bitte ehrlicher zu eurer Lehrerin.
Warte mal, wir haben das Zahnrad gar nicht benutzt. Ihr glaubt doch nicht, dass Hit es vergessen hat, oder? Wir werden alle sterben, hört ihr? Ich habe gehört, der Kaiser wurde vom Speer seines... Hallo, Karun. Wie läuft's? Also klagen kann ich nur über das Wetter. Der Handel läuft also hier im Versteck und außerhalb? Kann man sagen. Moment. Worauf genau willst du hinaus? In 5 Jahren hast du dich nicht einmal um meine Angelegenheiten gekümmert. Und heute fragst du mir aus heiterem Himmel Löcher in den Bauch, als hätte ich was ausgefressen. Dann wird's Zeit. Mal zu fragen. Also gut. In Wirklichkeit bin ich hier, weil mir Gerüchte zu Ohren gekommen sind, dass du Waffen an Banditen verkaufst. Ah ja? Und wer ist es, der mich so gut kennen will, dass er über meine Missetaten reden muss? Ich habe es nicht wirklich aus erster Hand. Ich weiß nur, es gibt jemanden in Dalimil, der die Gerüchte verbreitet. Ja und? Du glaubst sie? Du denkst, ich bereichere mich auf Kosten Unschuldiger? Hör zu, ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit. Es mag eine Zeit gegeben haben, in der ich die Augen vor dem Elend der Welt verschlossen habe, um mich zu bereichern. Doch dieser Frau gibt's nicht mehr. Und das wüsstest du, wenn du je auch nur ein bisschen darauf geachtet hättest. Du hast recht, Karun. Entschuldige, ich hätte es besser wissen sollen. Ja, hättest du. Nun, du hast sicher Besseres zu tun, als mit erhobenem Zeigefinger eine alte Frau zu beschuldigen. Natürlich. Ich habe mit Karun gesprochen. Und was hat sie gesagt? Dass die Gerüchte falsch und wir Narren sind, weil wir sie für wahr gehalten haben. Und noch andere Dinge, die das verdeutlicht haben. Sie hat außerdem erzählt, dass sie durchaus Dinge getan hat, die sie bereut. Aber dass diese Tage hinter ihr liegen. Das ist gut. Ich habe gewusst, dass Tante nichts Böses macht. Aber warum sagen die Leute dann sowas? Was hat Tante ihnen je getan? Das ist nicht nett. Nein, ist es nicht. Menschen tun Dinge aus allen möglichen Gründen. Nicht immer guten. Ha, ich will's genau, der Händler. Er hat gesagt, in Dalimil reden alle über sie. Da werde ich hingehen. Ich finde schon jemanden, der mir den Grund sagt. Hältst du das für klug? Oh, richtig. Und deshalb wirst du mich begleiten. Habe ich recht, Clive? Richtig, Götz. Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? Und? Hast du das Rätsel gelöst? Es war, wie du schon vermutet hattest. Die Kinder hatten die Waage. Sie war allerdings in ihre Einzelteile zerlegt, weil sie wissen wollten, wie sie funktioniert. Oh nein! Mit wird mir was erzählen. Keine Sorge, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich war es sogar ihre Idee. Letztendlich durfte aber ich den Lehrer spielen. Es tut mir leid, Sid. Du bist ohnehin schon so beschäftigt. Die Kinder können sich schon auf ihre Standpauke einstellen. Ach, das muss doch nicht sein. Mit hat die drei anscheinend unter ihre Fittiche genommen.
Sie bezeichnet sie schon als ihre Nachfolger. Als ihre Protégés sollen sie wohl in ihre Fußstapfen treten. Und die ihres Vaters. So ist das also. Sid, weißt du, warum Mit neuerdings so viel Zeit bei uns im Versteck verbringt? Sie hat mir gesagt, dass ihre Studien von den Geschehnissen in Canva unterbrochen wurden. Stimmt das nicht? Nein, das war nicht der Grund. Die Universität hat ihr ein Angebot gemacht. Jeder andere würde sich wohl über diese Chance freuen. Aber für Mit, die beide Eltern im Krieg verloren hat, war es blanker Hohn. Sie wollte damit nichts zu tun haben. Wenn man sie kennt, ist das keine große Überraschung. Schließlich ist alles, was sie will, den Menschen Hoffnung zu bringen. Das genaue Gegenteil von Krieg. Deswegen kümmert sie sich um die Kinder. Sie versucht, ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das sollte ich auch tun. Zeit für die eine oder andere Unterrichtsstunde sollte ich mir nehmen können. Ach, du hast ihnen schon so viel mehr gegeben als das. Und ich bin sicher, das wissen sie ja.